Hi Leute und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, heute gibt es mal wieder ein Video von mir. Und zwar habe ich vor, demnächst so eine Art Tagebuch zu machen. Und zwar in unserem Fall ein Gründungstagebuch. Ja, um einfach dieses ganze Projekt ein bisschen zu begleiten und euch ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, da irgendwie Video ja doch eher mein Element ist. Also mehr als Texte schreiben auf jeden Fall. Ja, dafür werde ich euch einfach ein bisschen mitnehmen. Heute auch in unser zukünftiges Lokal, also zukünftiges Restaurant, um euch da mal ein bisschen rumzuzeigen, wie es jetzt aussieht. Es wird sich ja sowieso noch einiges ändern und ja, bin mal gespannt, wie das wird. Das Tagebuch werde ich wahrscheinlich nicht jeden Tag machen können, weil ja, ich, wie ihr vielleicht schon denken könnt, noch viele andere Sachen zu tun habe. Aber auf jeden Fall will ich versuchen, das regelmäßig zu machen. Ja, unser Crowdfunding-Projekt ist ja auch schon gestartet vor ein paar Tagen. Ich glaube, vor 4 Tagen oder so. Und da sind da schon ein paar Euro zusammengekommen. Ist auf jeden Fall noch ein langer Weg zu gehen, bis 10.000 oder halt bis 30.000, je nachdem. Aber ja, zumindest für die sage ich schon mal ein riesen Dankeschön, die jetzt schon mal was gegeben haben. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir kriegen die Summe im Endeffekt noch zusammen. Den Link dafür findet ihr auch nochmal unter dem Video. Und ja, dann sehen wir uns gleich in Rostock. Tschüss. Ja, da sind wir schon und werden jetzt gleich mal kurz in den Laden gehen. Wir werden allerdings heute noch nicht viel machen, also eigentlich noch gar nichts wirklich, sondern einfach mal so eine kleine Aufgabenliste erstellen, was wir hier im Laden alles zu tun haben. Ja, ein paar Sachen haben wir zu tun, die haben gar nichts direkt hiermit zu tun. Aber zum Beispiel, ja, was die Einrichtung betrifft. Ja, gehen wir mal rein. Bis gleich. Jo, da sind wir. So sieht es quasi jetzt noch aus, ohne Licht, ohne Farbe, ohne mit komischen Messinglampen und so weiter. Hallo. 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 Ja, wird sich auf alles jedenfalls noch ein bisschen ändern in der Zeit. Hey Josef, was kochen wir denn heute Schönes? Staub mit Regenwasser. Mit alter Farbe. Oh ja, das ist auch lecker. Ja, wie lange müssen wir arbeiten? Bin ich schon mal dran. Wie lange wird dann die... Wie lange wird dann die Teller zu den Tischen bringen? Wir übernehmen keine Garantie, dass das Essen auch vollständig ankommt. Da. Ja, das war jetzt eine relativ kurze Rundführung hier im Restaurant, aber ja, demnächst mehr. Ja, da sind wir wieder und ja, ging jetzt doch ganz schön schnell mit der Führung. Aber ja, ich hoffe, ihr habt erstmal den ersten kleinen Einblick haben können. Ihr werdet es ja nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal öfter sehen, denke ich, wenn ich das Tagebuch hier wirklich schaffe, einigermaßen regelmäßig zu machen. Und ja, wir haben uns dann nochmal mit dem Vermieter getroffen, haben dann ein paar Sachen besprochen. Außerdem war noch ein sehr netter Herr aus der Nachbarschaft, also aus der Nachbarschaft von dem Lokal, der an dem Projekt auf jeden Fall sehr interessiert ist und uns auch ein bisschen tatkräftig unterstützen wird auf jeden Fall. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Ja, wir haben uns erstmal besprochen, wie wir das Ganze nachher so ein bisschen sozusagen designen wollen im Innenraum. Also jetzt habt ihr ja gesehen, die Tapete ist so dunkelrot, also zumindest zwei Seiten sind dunkelrot. Und das Holz, was jetzt schon so fertig drin ist, wie es jetzt ist, ist halt ziemlich dunkel. Das werden wir wahrscheinlich auch lassen, denn das alles rauszuhauen und da irgendwas Neues reinzumachen, wird auf jeden Fall ja, ziemlich teuer werden und alles abzuschleifen zum Beispiel ist auch keine Option. Aber ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen, so ein bisschen hübsch hinzukriegen. Also ein bisschen hübsch, wir werden es hübsch hinkriegen. So, jetzt. Wir werden es auf jeden Fall hübsch hinkriegen, indem wir einfach andere Designelemente reinbringen und vielleicht noch ein paar Sachen, die jetzt drin sind, auch rausnehmen. Aber ja, das werden wir alles noch sehen, wie wir das ganz genau machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ungefähr so ein Bild, wie das später aussehen könnte im Gastraum. Ja, wir waren auch noch heute bei einem ja, Gebraucht-Küchen-
Verkäufer und haben uns da mal ein bisschen umgeschaut, weil die Küche, wie sie jetzt ist, ist zwar eigentlich komplett, aber da fehlen ja noch ein paar Sachen, beziehungsweise ein paar Sachen, die drin sind, sind einfach ein bisschen seltsam. Zum Beispiel hat der Vormieter so ein Mini-Waschbecken zum Abwaschen gehabt und eine Spülmaschine. Und das war halt, oder ich denke mal, das war halt ziemlich schwierig, in so einem kleinen Waschbecken die Teller vorzuspülen. Wenn er es überhaupt gemacht hat, weiß ich nicht. Und Josef hat erzählt, er hat auch mal in irgendwelchen Online-Rezensionen, man kann ja lokale bewerten irgendwo, gelesen, dass wohl die Teller und die Gläser teilweise ein bisschen schmierig waren. Ja, lag wahrscheinlich einfach daran, dass die Spülmaschine, die er hatte, nicht so gut war oder beziehungsweise, weil er die Teller vielleicht noch nicht vorgespült hat, was auch dazu führen kann, dass die Teller einfach ein bisschen schmierig werden. Außerdem wollen wir gerne, also momentan ist ein Gasherd drin, momentan ist ein Elektroherd drin und wir wollen gerne einen Gasherd haben. Da sind auch noch ein paar kleine Umbauten nötig, aber ja, das werden wir alles noch später in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Momentan können wir auch noch gar nichts machen, da wir, ja, also wir können zwar jetzt schon rein und können uns umgucken, und aber wir zahlen sozusagen erst Miete ab nächsten Monat, beziehungsweise die ersten Nebenkosten zahlen wir ab nächsten Monat und können theoretisch erst ab da was machen. Also wenn wir 3 Tage vorher anfangen, wahrscheinlich wäre der Vermieter auch nicht böse drüber, aber jetzt können wir eh noch nichts machen und sowieso sollte man sich natürlich auch vorher einen Plan machen, was man denn genau machen möchte. Ja, so viel, um euch erstmal auf den aktuellen Stand zu bringen, wo wir gerade sind. Im Hintergrund machen wir auch gerade eine ganze Menge bürokratischen Kram, den man so machen muss, also Gewerbeanmeldungen und was man dafür alles noch braucht. Da brauchen wir noch 3, 4, 5 andere bürokratische Anmeldungen und so weiter und so fort. Also es ist alles ein bisschen komplizierter, als man das sich vorstellt, wenn man so hört, man eröffnet ein Restaurant. Zumindest, ja, wie ich es mir auch ein bisschen vorgestellt habe, also dass es so viel Bürokratie ist, habe ich dann doch nicht gedacht, und das war noch nicht mal die Hälfte. Also es kommen noch einige Sachen dazu, zum Beispiel eine Schanklizenz und so weiter und so fort. Ja, wird auf jeden Fall nochmal super spannend. Ja, wie gesagt, ich werde euch auch auf dem Laufenden halten und freue mich auch über jegliche Unterstützung in Form von dieses Video teilen bzw. unser Projekt teilen auf Facebook oder mit euren Freunden oder sonst woanders. Und natürlich auch über direkte Unterstützung per Crowdfunding. Wie gesagt, der Link ist unter dem Video. Und dann bis die nächsten Tage. Tschüss!